Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind ja eigentlich dabei gewesen, hier diesen schönen Tresor aufzumachen. Wir haben jetzt nur noch knapp 2000 Einheiten, die wir kaputt machen müssen. Und ich hoffe, ihr seid alle genauso gespannt darauf, was in diesem blöden Tresor da ist. Oder in dieser befestigten Truhe. Oder in der befestigten Truhe, so besser gesagt. Nicht verwenden. Verwenden ist ja, wenn ich die jetzt benutzen würde, was ich leider gerade nicht kann, weil sie verschlossen ist. So ein Scheiß. Und wir natürlich gerne Dietriche haben, wie immer. Deshalb versuchen wir gerade die ganze Zeit schon oder seit der letzten Folge dieses blöde Ding hier aufzuklopfen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was drin war und seid wieder mit von der Partie. Und hoffentlich werden wir nicht enttäuscht, wenn wir gleich die Kiste öffnen nach den ganzen, ja, Sprenzeln, die wir hier gemacht haben. Erst diese ganzen blöden Mobs gekillt, die uns, ich glaube, zwei oder dreimal gekillt hatten. Dann haben wir es ja doch mal irgendwie geschafft, weil mir der Einfall gekommen ist. Gekommen ist, einfach mal rauszulaufen und vielleicht die Viecher dann auch einen nach dem anderen killen zu können, was relativ gut funktioniert hat. Also das war doch dann irgendwann mal ein guter Einfall von mir. Ja, und dann haben wir jetzt natürlich die Kisten hier drüben schon geöffnet alle. Da war zwar so ein bisschen was drin, hier eins von den Büchern war noch drin, so ein Robotik-Quadhammer. Übrigens muss ich da mal gucken, Nahkampfschaden, Blockschaden, okay. Reparieren, ich muss gleich mal gucken, was das Ding überhaupt kann. Aber ansonsten war meines Erachtens nicht wirklich viel Gutes drin. Oder zumindest noch nichts, was ich so großartig gebrauchen könnte. Natürlich könnte man jetzt gucken, dieses kleine Roboter-Schießgedönse, was auch immer das sein soll, ich weiß es noch nicht. Dass wir den vielleicht jetzt auch gleich für die Blutmond-Nacht mit einsetzen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, was es kann. Angriff in der Minute 31, Gesundheit. Was es kann, ich weiß nicht, was es kann, wenn ich ehrlich bin. Robotik-Hammer, ja, da steht Hammer. Ich weiß nicht, was macht der? Schlägt der irgendwie was kaputt oder tötet der Zombies oder auf jeden Fall haben wir es jetzt sehr schön endlich geschafft. Das Ding ist offen. Zeitzünder, okay. Bauplan haben wir schon. Aber zumindest haben wir Goldklumpen und 65 Schuss Munition jetzt gehabt. Was sehr schön ist. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal zu diesem Airdrop gleich laufen, weil der ist nur 400 Meter entfernt. Aber als erstes möchte ich jetzt noch das Zeug hier abbauen. Das auf jeden Fall. Hier ist nichts drin. Wasserbecken da so tolles hatte. Die Viecher da immer drin schwimmen waren. Nichts mehr drin. Ich bin überlastet. Ja, ich weiß. Hier ist auch nichts. Ey, schock mich nicht so, Spiel. Ich hab gedacht, da kommt jetzt irgendwo noch so ein hässliches Vieh raus. So, naja, auch hier an dem Waffenständer war nicht wirklich irgendwas Vernünftiges drin. Also zumindest für mich nichts Vernünftiges. Ich hätte da gerne, weiß ich nicht, Waffen drin gehabt, eine vernünftige und nicht hier Stahlsperrteile oder so. Rezept, Stahlsperre, ja, dann bräuchte ich geschmiedeten Stahl, den habe ich noch nicht. Holz bräuchte ich, Leder brauche ich und Klebeband. Wobei ich mir echt am Überlegen bin, das Ding vielleicht mal herzustellen für die Blutmondnacht. Aber da weiß ich halt auch noch nicht. Achso, das ist leerer Dings, ja. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier rauskommen. Ja, so ein bisschen enttäuscht würde ich jetzt mal behaupten, bin ich doch. Explosionsschaden 800, Blockschaden. Ja, gut, das ist 14 mal Zeitzünder Munition. Ja, vielleicht können wir damit doch schon was anfangen. Wir schauen einfach mal. Und jetzt geht es erstmal wieder zurück zur Base. Dann müssen wir vielleicht sogar anfangen, uns hier ein bisschen weiter vorzubereiten auf, wie ich diese scheiß Puppen hasse, auf ja, den Ausbruch, auf unser, keine Ahnung was. Ich möchte jetzt mal kurz gucken, was das hier ist, weil ich mir da noch nicht, das ist, was ist denn das?
Ein Geschützturm? Was macht der Geschützturm? Jedes Mal irgendjemanden verhauen, der vorbeikommt, oder was? Ich habe keine Ahnung. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal schnell zu diesem Airdrop hier laufen. Ist da noch was Vernünftiges drin, was wir gebrauchen können? Ist für die Blutmondnacht. Ich hätte gern irgendwie einen Waffendrop oder so. Irgendwas Vernünftiges, ein MP. Keine Ahnung. Irgendwas bitte. No. Monotov-Cocktail oder sowas. Schön. Ja, da sind schon wieder blöde Zombies. Habe ich doch gar keine Lust drauf, Leute. Hä, da ist eine Hundehütte. Hundehütte auch immer gefährlich. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da auch nicht wirklich Lust drauf. Ich habe immer gedacht, 200 oder 400 Meter wäre in der Real Life schon ziemlich weit weg. Wenn ich aber jetzt gucke, was ich hier so laufe, habe ich das Gefühl, dass das hier wesentlich weiter weg ist als das. Gut, hier haben wir schon ausgenommen. Doch, ich bin erst da und da sollen wir hin. Das sollen 200 Meter sein? Okay. Wenn das Spiel das sagt, wird das wohl der Fall sein. Ich habe keine Ahnung. Da oben ein Hund oder sowas? Ich glaube, ja, da oben sitzt, glaube ich, ein Hund und ein Zombie. Dann sollen sie mal schön sitzen bleiben und mich in Ruhe lassen. Und ich möchte eigentlich nur den Airdrop. Da vorne ist er schon. Aber komm, wir trinken uns jetzt mal ein Wässerchen. Ist vielleicht auch ein wenig schneller. Mir den jetzt nicht hole, der mich gleich. Ich sehe es nämlich schon kommen. Oh, wunderbar. Jetzt nehmen wir das Ding hier und kloppen mal den Airdrop auf. Oh ne, das ist nur ein Baumstamm. Okay. Okay, das hatten wir schon. Weltrüstungspaket, okay. Schade eigentlich. Ding hier mal kaputt schlagen in der Hoffnung, dass da vielleicht ein wenig Honig drin ist. Jawohl, einmal Honig war drin. Hervorragend. Nee. Das Ding machen wir jetzt zum Schnellwegpunkt, weil das ist unsere Base. Ja, jetzt sind so plötzlich schon 480 Meter. Obwohl es eben nur 400 Meter sein sollten oder sowas in der Art. Gewichte nochmal mitnehmen. Reparieren, die Kiste öffnen. Auf jeden Fall gleich mal zu Hause. Und gucken mal, was da so drin ist. Vielleicht können wir es ja gebrauchen. Die anderen Pakete sind leider alle ja, noch ein bisschen weiter weg. Obwohl, warte mal, das hier können wir eigentlich schon wieder wegmachen. Wo ist denn der? Der ist das. Genau, den hier können wir deleten. Ja, dann entfernen den doch, oder? So, ne, den. So, ja, den haben wir weggemacht, weil den haben wir gerade gelootet. Haben wir hier ein Loch? Tunneleingang, keine Ahnung. So vieles, was man forschen könnte, aber nicht jetzt so. Nicht jetzt so vor der Blutmondnacht. Eigentlich möchte ich jetzt nur noch
zurück in die Base und gucken, ob wir da noch so ein bisschen was. Fertig kriegen. So, das scheint aber alles nur toter Mais hier zu sein. Das ist das kleine Hunde? Keine Ahnung. Ist gerade Türe hier und er an der Stelle zu sein. Okay. Schloss. Das macht mich auch gerade neugierig. Warum ist die Tür da so verbarrikadiert? Barrikadiert? Eigentlich schade, aber gut. Ist jetzt so und jetzt gehen wir erstmal. Habe ich hier irgendwo. Hab ich nicht. Ich bin eigentlich echt im Überlegen, meine Base in diese, ja, keine Ahnung, Regierungseinrichtung oder geheimes Labor von irgendwelchen verrückten Wissenschaftlern oder Forschungslabor gegen Bekämpfung der Seuche da aufzumachen, keine Ahnung. Noch so eine schöne Axt, sehr schön. Aber das Haus ist echt ja, der Hammer gewesen. Da haben wir auch schon leider eins. Wir waren aber noch nicht in dieser tollen Garage hier. Gucken, gibt es hier irgend. Ernsthaft? Ein geheimer Eingang. Und ich laufe wie ein Geistesgestörter die ganze Zeit draußen rum vorbei. Läuft. Könnt ihr mal gucken gehen, wo geht's denn dahin? Überhaupt? Okay. Halt. Ah. Ho. Ja, sind wir denn hier? Ah, okay. Von hier aus wären wir direkt in dieses Labor gekommen. Was natürlich vielleicht besser gewesen wäre. Weil hier hätten wir sie vielleicht besser erschießen können. Ja, das sollte man vielleicht beim nächsten Mal wissen. Oh, da gibt es auch einen Mülleimer. Zerlegen. Kopf zerlegen. Okay, wahrscheinlich werden wir nicht von drin. Naja. Was mit Sprit? Ja. Das ist auch nicht so. Vor allen Dingen irgendwie merkwürdig. Da steht drauf Atomar und das ist Sprit. Naja. Aber das muss ja schon. Eine ziemlich lange Hand geplant gewesen sein, wenn das hier so ein Geheimlabor war mit Geheimeingang und was weiß ich nicht allem. Ich weiß nicht, passt das Ding hin?
das Haus wäre definitiv geiler und ja. Keine Ahnung, wie was zu machen. Das ist auf jeden Fall hier nicht so toll. Jetzt auf jeden Fall noch mal hier rein. Auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt hier irgendwie, ja, ich habe schon wieder Hunger hier in dem Ding. Komm, wir essen mal ein Snack hier. So. Schnell hier runter. So. Hier noch rein. Nein, hier, das können wir auf jeden Fall. Gucken wir. Das Gold dahin. Das zum Verhandeln dahin. Dann haben wir schon mal zwei Bücher, die wir. Ach ne, guck mal, hier ist sogar noch ein Buch. Jetzt machen wir die Bomben oder so rein. Ach, hier ist sogar noch ein Buch. Gehen wir mal weiter. Sehr schön, wenn wir eine Schrotflinte hätten, wäre das nicht verkehrt, ne? Schrotflinte zu haben wäre definitiv nicht verkehrt. Warum hat er das jetzt gerade eben nicht hier genommen? Weil das war doch auch schon hier drin. So. Ich auf jeden Fall mal gucken. Den können wir auf jeden Fall, den halten wir auch erstmal drin, weil den brauchen wir wahrscheinlich gleich in der Blutmondnacht. Das bleibt hier, das bleibt auch mal hier. Bleiben. Ja, den wollten wir ja mitnehmen. Hier lassen. Das Ding ziehen wir mal rüber. Kommt hier runter. Das bleibt hier. Wir haben auf jeden Fall 89 Schuss jetzt. Ne? 8 Schuss Pistole, so war's. Drüben war doch irgendwo Erste Hilfe. Erste Hilfe ist das hier. Das bleibt. Ich kann mal da unten erstmal, das Holz kommt hier rüber, das kommt dahin, das dahin. Könnten Glas mal hier rein einschalten. Das hier jetzt mal öffnen. Oh, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wir hätten jetzt so eine komplette Rüstung. Wagen, obwohl da habe ich schon eine Vierer, dann nehmen wir die natürlich. Wagen. Verändern, das hier nehmen wir mal aus. Hallo? Aus. In Feierabend, so. Abschließen. Dann müssen wir mal kurz hier rein. Dann gehen wir mal auf das Teil, auf Verändern und packen das hier wieder rein. Ich muss noch mal eben gucken, wo hatte ich die anderen Slots? Gedönse. Hier ist Patronen. Die kann ich jetzt erstmal rüberpacken, würde ich sagen. Obwohl, das hier können wir zerlegen. Das kann wieder rüber. Aber brauche ich nicht. Versehene Mod, Stachelmod.
Ich könnte vielleicht auf die Pistole Schalldämpfer-Mod vielleicht auch auf die Pistole. So, dann schauen wir jetzt mal eben hier die Pistole oder das Gewehr an. Reparieren. Und jetzt verändern. Ah, super. Kann entweder sichtbar drauf machen oder Schalldämpfer. Verändern. Passt auch ein Schalldämpfer drauf. Das ist sehr schön. Dann machen wir das auf jeden Fall so. Dann nochmal kurz hier gucken. Verändern. Sogar der Slot drauf. Sehr schön. Abschließen. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Das kann rüber, das kann hier rüber. Das kann auch rüber. Das ist aber... Ach Quatsch, das kann hier drauf. So. So, 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 so. Jetzt habe ich noch einmal Honig für den Fall, dass ich wieder infiziere mich oder so. Wie das Zeug heißt. Bier, Gold, Rotentee, bla. Und Kohle. Ja. Wir hätten jetzt natürlich, ich muss gerade echt mal gucken, im Moment haben wir irgendwo noch alle Lebensmittel jetzt erstmal hier raus und rüber packen. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. Die Getränke können ja erstmal hier bleiben. Das ist eigentlich für, keine Ahnung, für Antibiotika, glaube ich, war es. Können es eigentlich ganz einfach machen. Lass mal die 22 und die 23 und macht daraus keine Ahnung was. Wie war denn das? Das? Nee, das? Ach, das Wasser? Nee. Rezept? Ach nee, daraus machte man gar nichts. Wie war denn das jetzt? Ach, jo. Rezepte, man konnte daraus gekochtes Wasser machen. Kleber, Kleber wollte ich machen. Ja. Noch einen brauche ich und nicht das Zeug. Okay. Das wieder zurück. Noch einen brauche ich. Wo ist mein Knochengedönse? Knochen, Knochen, Knochen. Ja, ernsthaft, ich hatte eben irgendwo Knochen. Ah, da oben. Knochen. Das Wasser haben wir schon. So. Dann machen wir Kleber komplett 19 Stück. Okay, wir haben keine Knochen mehr. Hm. Dann weiß ich jetzt natürlich auch. Aber egal. So, 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 so. Haben wir jetzt hier. Jetzt noch was machen? Oder wollte ich jetzt noch was machen? Irgendwas schon, ja. Ach ja, Essen kochen wollte ich eigentlich. Warte mal, ich guck mal, was wir hier aus dem ganzen Zeug jetzt... Dem schon mal gar nichts. Zaubern können, so. Kaffee könnte ich zaubern, ja, wollte ich aber gerade nicht. Blaubeerkuchen könnten wir machen. Blaubeerkuchen macht was? Kochen. Zweimal könnte ich den herstellen. Nehme schon mal hier rüber. Grilltes Fleisch. Maiskolben.
Fleisch. Gegrilltes Fleisch, aber um eine Mahlzeit vorzubereiten, was war jetzt gegrilltes Fleisch? Ja, sättigend. Gekochtes oder gegrilltes? Ich wollte jetzt eigentlich so das, was gekochtes, weil gegrillt hatten wir schon. Gekochtes Ei könnten wir vielleicht noch machen. Ja gut, wir haben nur noch ein Ei. Maiskolben 5. Jetzt mal wieder zurück. So, das raus. Das raus. Das raus. Das da. Das sowieso. Das Fett kommt rein, das kommt da rüber. Glaube. Dass wir das schon mal relativ gut gemeistert haben. Wir haben noch nicht mehr allzu lange Zeit. Okay. Langsam die Zeit knapp. Eisenstange, bla 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 bla. Bohnenhülsen, Raketenspitzen. Kochtopfgrill, bla. Ja, irgendwie noch nicht das, was ich haben möchte, aber irgendwie. Haben wir ja auch, glaube ich, noch einmal Punkte zu vergeben. Ja, Punkte haben wir nochmal zu vergeben. Schlösser knacken habe ich gar nichts. Schatzsuche habe ich nichts. Stärke habe ich bis jetzt 3 Stück. Esel vielleicht. Auf jeden Fall noch mal mit, obwohl wir das, glaube ich, gerade hätte man regeln können. Ja, leider habe ich zu wenig Punkte für viel zu viele Sachen, die ich gebrauchen könnte. Werkbank oder sowas. Hier, Werkbank. Shit, fortgeschrittener Ingenieur. Fortgeschrittener Ingenieur. Das hat mir jetzt natürlich. Ja. Super. Da sollten wir vielleicht dann die Tage mal dran arbeiten, dass wir den Ingenieur auf 2 hoch machen. Und dann vielleicht den hier. Ja, dann muss ich die Intelligenz auf 4 haben. Super, das heißt, es sind dann noch 5 Punkte, die ich vergeben muss. Aber das wird vermutlich auch relativ gut funktionieren auf die Schnelle. Also demnächst so. Schauen wir nochmal kurz, dass wir hier das Zeug so ein bisschen hinbekommen. Wo wir dann jetzt gleich in die Blutmondnacht starten und ja, die blöden Mobs hier kämpfen können. Aber ich glaube, es fängt erst um 22 Uhr an. Bin mir da jetzt aber auch nicht mehr wirklich so sicher. Ja. Ach Quatsch, hier wollte ich gucken. So. Da noch 3 Stück von.
Komm, lad was schneller, mach was schneller, meine ich, zerschmelze das schneller. Weil du sollst die drei hier auch noch zerschmelzen. Dann. Mal das Blei noch da reinpacken. Okay, das Zeug zum Ding. Dann jetzt Eisen anzeigt, weiß ich nicht so wirklich. Aber der braucht eine Minute oder so für. Nein, halt, Eisen her. So. Ganz ehrlich, ich glaube. Ist das gerade besser? Hier die Türe verschließen. Wie weit ist da das Zeug? Sogar alles fertig. Dann können wir das hier ausschalten. Sie unten lassen. Ah, Mist. Ich hab noch einmal irgendwo die Fetzen hier. Irgendwo hatte ich doch Stofffetzen hier, verdammte Hacke. Keine Ahnung, wo ich die jetzt hier rein. So, so, so. Aber ihr kennt das Spiel. Jetzt ist hier Feierabend. Wir haben über eine halbe Stunde schon die Folge gedreht. Wie es also weitergeht in der Blutmondnacht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Und wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt und sehen wollt, wie ich wahrscheinlich in der Blutmondnacht auch total versage und verrecke, lasst mir gerne ein Abo da und verpasst keine Folgen mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Start dann in die nächste Woche und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Der Falli.